Wir befinden uns im Luftraum über einer bemerkenswerten Region im Herzen Europas. Der Blick in den Süden zeigt gemeinsam die Schweizer Kantone Graubünden und St. Gallen. Der Blick in den Norden, das Fürstentum Liechtenstein und das österreichische Bundesland Vorarlberg. Eine eindrucksvolle Landschaft. Die Alpen bilden hier einen gigantischen Trichter von 6000 Quadratkilometer Fläche. Praktisch ungehindert stürzt das Wasser ins Tal und bildet hier den größten Wildbach Europas. Tausend Jahre vor unserer Zeitrechnung. Die Gletscher der letzten Eiszeit bedecken einen Großteil der nördlichen Hemisphäre. Wie alle Alpentäler ist auch das Rheintal begraben unter einer schweren, weißen Eisdecke. Doch dann ändert sich das Klima. Innerhalb von 4000 Jahren, einer für erdgeschichtliche Maßstäbe kurzen Zeit, schmelzen die Gletscher ab. Zurück bleibt ein riesiger See, der Ursee des Rheintals, dessen südliches Ufer bis zum heutigen Chur reicht. Während all dieser Zeit findet ein weiterer entscheidender geologischer Prozess statt. Die Erosion der Gebirge. Langsam, aber stetig werden sie von der Witterung abgetragen und in Form von feinen Sedimenten hinunter in die Täler geschwemmt. Nach und nach wird das Wasser dabei verdrängt und der Ursee trocknet auf. Auch massive Bergstürze an den Hängen des Rheintals tragen zur Verlandung des Sees bei. Es handelt sich um Felsbewegungen, die zu den gewaltigsten Naturereignissen zählen, die je auf diesem Planeten stattgefunden haben. Es dauerte rund 12.000 Jahre, bis sich der Ursee etwa auf die Maße des heutigen Bodensees verkleinert hatte. Am Ende dieser Entwicklung ist das Rheintal geprägt vom weit verzweigten Bett und von den Auwäldern und Sumpfgebieten eines wilden Flusses. Bis der Mensch sich hier niederlässt. Eine der ältesten Karten des Rheintals stammt vom Beginn des 17. Jahrhunderts. Der Fluss hat seine Wildheit seit dem Ende der Eiszeit wohl nicht verloren. Die zahlreichen Siedlungen jedoch dokumentieren den schon damals großen Einfluss des Menschen auf das Tal. Auf der Römerkarte, gezeichnet 1769, ist zu sehen, wie nahe sich der Mensch schon in die unmittelbaren Uferbereiche des Flusses vorgewagt hat.
eines immer noch ungezähmten Flusses. Im 19. Jahrhundert kann man für das Rheintal bereits von einer hohen Bevölkerungsdichte sprechen. Der Grad der Kultivierung des Landes ist, wie auf diesen alten Gemälden zu sehen, weit fortgeschritten. Doch die Idylle dieser Landschaftsmalereien trügt. Am Gemeindehaus in Au sind unscheinbare, aber doch eindrückliche Zeichen für die Naturgewalten zu finden, denen der Mensch damals ausgesetzt war. Zwei Hochwassermarken aus dem 19. Jahrhundert. Die Situation im 19. Jahrhundert im Rheintal war geprägt von unzähligen Hochwasserereignissen, die Not und Elend über die Bevölkerung im Tal brachten. Man rechnet mit rund 20 großflächigen Überschwemmungen. Das trifft alle 5 Jahre ein solches Ereignis. Das bedeutete für die Menschen, die hier wohnten, Not und Elend. Ihre Wohnungen, die vielfach im Erdgeschoss lagen, waren zum Teil meterhoch überschwemmt. Und lange Zeit zog das Wasser nicht ab. Es kam zu Ausbruch von Seuchen, Krankheiten, ja sogar die Malaria war hier im Tal verbreitet. Die Menschen haben natürlich nicht untätig verharrt. Die Einzelnen und die Dorfgemeinschaften bemühten sich, den Fluss einzudämmen und ihr Land zu sichern. Aber das gelang nicht. Man kam zu der Überzeugung, dass man gemeinsam den Fluss angehen musste, gemeinsam eine umfassende Lösung für diese Not im Tal zu finden. 70 Jahre rund hat es gedauert, bis man sich einigen konnte auf den Staatsvertrag von 1892, der den Startschuss darstellte für die internationale Rheinregulierung. Mit diesem Abkommen, unterzeichnet vom Schweizer Gesandten Arnold Otto Eppli und vom Bevollmächtigten des österreichischen Kaisers Gustav Graf Kalnoky, war der Weg frei für die Umsetzung eines der ehrgeizigsten Regulierungsprojekte, die man in Europa bis zu diesem Zeitpunkt gewagt hatte. Mit dem Fußacher Durchstich beginnen 1895 die umfangreichen Bauarbeiten. Innerhalb von nur 5 Jahren wird von Lustenau Richtung Bodensee ein neues Flussbett und damit auch eine neue Mündung angelegt. In Spitzenzeiten sind daran mehr als 1000 Arbeiter beschäftigt. Der Diepoldsauer Durchstich ist der zweite große Schritt. Dieses Bauvorhaben betrifft vor allem die Schweizer Seite des Rheintals und stellt sich als technisch äußerst schwierig heraus. Die Flusssohle der neuen Strecke liegt auf starken Torfschichten. Es bedarf höchster bautechnischer Kunstfertigkeit, sie zu stabilisieren. Zum Teil von Hand werden allein an diesem Bauabschnitt 2 Millionen Kubikmeter Material bewegt. Am 18. April 1923 findet mit der Sprengung der Barrieren die Eröffnung statt. Nachdem es anfangs noch Zweifel gab, ist der Erfolg dieses Projekts heute allgemein anerkannt. Doch die Baumaßnahmen zum Hochwasserschutz verlaufen nicht ohne schwere Rückschläge. 1927 kommt es zu einem Dammbruch in Liechtenstein mit verheerenden Folgen. Einem frühen Filmdokument ist es zu verdanken, dass wir die Ausmaße der Katastrophe heute noch in anschaulicher Art vor Augen haben. Nach weiteren Verhandlungen einigen sich die Schweiz und Österreich 1954 auf eine zusätzliche Baumaßnahme. Die Dämme werden erhöht und das Rheinbett wird von Kriessern bis zur Bodenseemündung kontinuierlich auf 70 Meter verengt. Anfang der 70er Jahre schließlich beginnen die Arbeiten an der Rheinvorstreckung in den Bodensee. Ein Bauwerk, an dem bis heute gearbeitet wird. Uwe Bergmeister von der Internationalen Rheinregulierung leitet seit vielen Jahren den Bau der Vorstreckung und kennt wie kein anderer ihre Funktion und ihre Bedeutung. Wir befinden uns hier am Ende des linken Hochwasserdammes des Vorstreckungsprojektes an der neuen Rheinmündung. Der
Alpenrhein als der Wildbach Europas bildet hier herunten das größte Süßwasserdelta Europas, also ein einzigartiger Ort und transportiert natürlich neben Wasser auch sehr viel Geschiebe und sehr viel Sand. Circa 2,5 Millionen Kubikmeter pro Jahr. Das heißt, man kann sich das so vorstellen, ein Turm aufgebaut über einem Fußballfeld, 400 Meter hoch. Das ist also die jährliche Sandfracht, die in den See transportiert wird. Wenn man diese Maßnahmen hier an der Mündung nicht durchführen würde, dann würde sich das natürliche Delta circa um 25 Meter Richtung Lindau jährlich verschieben. Die Fläche würde sich um 2,5 Hektar vergrößern und gleichzeitig würde sich die Flusssohle um 1,5 Meter anheben. Die Folgen wären eine Verlandung der Harder, Fußsacher und in späterer Zeit auch der Bregenzer Bucht und eine Reduzierung des Hochwasserschutzes der Rhein-Delta-Gemeinden. Die Dämme werden nach ihrer Fertigstellung bis 5 Kilometer weit in den See hinausreichen. Der Sand wird dadurch in tiefere Regionen des Sees transportiert und so von den Buchten ferngehalten. Die Rheinvorstreckung ist Teil eines Projekts, das großen Anteil am Erfolg der Region hat. Denn mit der Fesselung des Alpenrheins ist der Schutz der Bevölkerung gelungen. Doch wie geht die Erfolgsgeschichte weiter? Internationale Tagung zur Zukunft des Alpenrheins. Der Zulauf ist rege, denn die Interessenslagen sind vielschichtiger geworden und die Aufgaben komplexer. Erstmals in der Geschichte wird ein Entwicklungskonzept für den gesamten Alpenrhein erarbeitet. Und es werden alle relevanten Themen aufeinander abgestimmt. Hochwasserschutz, Trinkwasser, Energie und Ökologie. Die Vertreter dieser Bereiche arbeiten in der 1995 gegründeten Internationalen Regierungskommission Alpenrhein in allen Fragen eng zusammen. Die Zusammenarbeit ist sehr erfreulich und zwar nicht erst entstanden, sondern von Anfang an so gewesen. Es hat eine echte Aufbruchstimmung gegeben, dass man ein großes Projekt, das für die nächste Generation angepackt werden soll, dass man gemeinsam Lösungen sucht. Und diese Stimmung, die hoffe ich, dass sie weitergeht. Ich bin diesbezüglich sehr zuversichtlich. Die Auseinandersetzung mit der Zukunft des Alpenrheins ist also bereits im Gang. Das Rheindelta. Die ehemalige Mündung des Rheins in den Bodensee gilt als das größte Süßwasserdelta Europas und als eines der schönsten Naturschutzgebiete der Region. In seinen Auwäldern und in seinen Moor- und Streuwiesen finden unzählige Pflanzen und Tierarten ideale Überlebensbedingungen vor. Vor allem für Wasservögel ist das Rheindelta einer der wichtigsten Überwinterungsplätze in Österreich. Hier können die Tiere ungestört leben. Der Ruf des Rheindeltas als vorbildliches Naturschutzgebiet reicht deshalb weit über die Landesgrenzen hinaus. Keiner zweifelt heute mehr daran, dass es solche Refugien geben muss. Die Bedürfnisse und Sichtweisen haben sich in den vergangenen Jahrzehnten geändert. Die Belange der Umwelt sind wieder ins Zentrum unserer Aufmerksamkeit gerückt. Unter diesem Aspekt betrachtet, erscheint allerdings die ökologische Situation an anderen Orten des Alpenrheins ernüchternd. Blicke auf den kanalisierten Alpenrhein zwischen dem Fürstentum Liechtenstein und dem Bodensee.
Die Bilder ähneln einander. Es dominieren die Dämme. Die Auwälder sind verschwunden. Der Charakter der Flusslandschaft ist monoton. Wir sehen einen Kanal, der die Funktion hat, das Wasser so schnell wie möglich abzuführen. Eine der wesentlichen Folgen dieser Entwicklung findet jedoch am Grund des Flusses statt. Die Eintiefung der Flusssohle. In den letzten 50 Jahren sank der Grund des Rheins, seine Sohle, an manchen Stellen um bis zu 5 Meter ab. Heute stellt diese Eintiefung aus verschiedenen Gründen ein Problem dar. Wasserexperte Thomas Blank kennt die Folgen dieser in mancher Hinsicht verhängnisvollen Kettenreaktion. Der Rhein wurde begradigt. Durch die Begradigung wurde die Fließgeschwindigkeit erhöht, damit auch die Schleppkraft erhöht und damit mehr Geschiebe abtransportiert. Das ist natürlich eine wesentliche Zielsetzung für die Erreichung des Hochwasserschutzes. Die Sohle soll auf einem Niveau fixiert werden. Der zweite Grund ist natürlich die Verringerung des Geschiebeeintrags aus dem Einzugsgebiet. Es wurden sehr viele Wildbäche verbaut, es wurden dort Auffangräume geschaffen. Diese Auffangräume müssen auch geleert werden. Und damit fehlt natürlich auch dem Rhein Geschiebe. Und der dritte Grund, aber sicher der wesentliche Grund, sind die großen Geschiebeentnahmen im Rhein selber. Aber damit ist die Kettenreaktion noch nicht beendet. Durch das Absinken der Rheinsohle wird das Grundwasser aus den angrenzenden Böden mitgezogen. Und zwar mit erheblichen ökologischen Folgen. Eine davon ist das Trockenfallen der Gießenbäche. Gießenbäche sind grundwasserführende Bäche, wie wir sie im gesamten Rheintal haben, wie zum Beispiel hier auch in Koblach, in Vorarlberg. Diese Gießenbäche sind natürlich ökologisch sehr wertvolle Lebensräume, Fließgewässer, Lebensräume, und die sind natürlich damit vernichtet. Die zweite wichtige ökologische Folge der Absenkung des Grundwasserspiegels ist das Austrocknen der Naturschutzgebiete oder auch der Streuerriedflächen, wie wir in Vorarlberg sagen. Ein Beispiel sind die Iriswiesen von Banks Matschels. Die Iris reagiert sehr empfindlich auf Veränderungen ihres Lebensraumes. Sinkt der Grundwasserspiegel weiter, ist dieses größte zusammenhängende Irisvorkommen Europas vielleicht für immer verloren. Aber es lauert noch eine andere Gefahr. Hier in unmittelbarer Nähe des Rheins, in einer der wenigen ungemähten Wiesen des Rheinvorlands, stoßen wir auf sorgsam verschlossene Luken wie diese. Darunter wird ein wertvoller Schatz gefördert. Trinkwasser. Aus den unterirdischen Rohrleitungen der rheinnahen Brunnen, wie hier in Mäder, fließen 800 Liter Wasser pro Sekunde. Es ist das hochwertige, sauerstoffreiche Grundwasser des Rhein-Sicker-Flusses. Ihr Grundwasser ist der wichtigste Bodenschatz im Rheintal, dessen sind wir uns bewusst. Von diesem Grundwasser werden ca. 2/3 der Bevölkerung in St. Gallen, Graubünden, Liechtenstein und Vorarlberg mit Trinkwasser versorgt. Wenn der Grundwasserspiegel tiefer sinkt, heißt das insgesamt, dass auch die nutzbare Grundwassermenge natürlich sinkt. Und das würde bedeuten, dass die hohe Qualität des Trinkwassers dieser Region auf Dauer nicht gehalten werden kann. Wir wechseln den Ort, aber nicht die Problematik. Hier an der Saarkanalmündung in der Nähe von Balzers ist die Eintiefung des Hauptflusses besonders gut zu sehen. Ursprünglich befanden sich die Saar und der Rhein auf demselben Niveau. Inzwischen ist eine Abtreppung von 5 Metern Höhe entstanden, die Haupt- und Nebenfluss ökologisch voneinander trennt. Experten wie Theo Kindle machen schon lange auf die Folgen vor allem für den Fischbestand aufmerksam. Ursprünglich, vor den massiven Eingriffen des Menschen in das Flusssystem des Alpenrheins, kamen hier 30 verschiedene Fischarten vor.
Heute sind es lediglich noch 17 Fischarten, wobei 11 davon nur noch vereinzelt vorkommen. Dieser dramatische Fischartenschwund zeigt uns, wie schlecht es um den Lebensraum des Flusssystems Alpenrhein bestellt ist. Die meisten Fischarten haben keine Chance, solche Hürden zu überwinden. Auch die strukturlose Wasserführung, die hohe Fließgeschwindigkeit und das Fehlen natürlicher Kiesbänke machen für viele Fische das Überleben unmöglich. Und dort, wo es Kiesbänke gibt, wie zum Beispiel hier ein Stück flussabwärts, wird der Vorteil einer dynamischen Wasserführung gestört durch ein anderes unberechenbares Phänomen. Durch den Schwall. Der Schwall, also das unregelmäßige Ablassen von Wasser aus den Kraftwerken im Einzugsgebiet des Alpenrheins, produziert ökologisch problematische Wasserstandsschwankungen, wie hier in diesem Zeitraffer sichtbar. Durch diesen Schwall wird beispielsweise auch im Winter die Sohle bewegt. Das heißt, der Kies kommt ins Rollen. Und das Leben, das sich dort abspielt, und es spielt sich sehr viel Leben in der Kiessohle ab, das wird massivst gestört. Nicht nur die Fische, sondern auch die Fischnährtiere haben hier eine besondere Stresssituation. Noch sind nicht alle Spannungen zwischen der Energie- und der Ökologie-Seite abgebaut. Am Alpenrhein versucht man aber seit vielen Jahren, diese Konflikte auf konstruktive Art zu lösen. Das hat nicht nur zu einer erheblichen Veränderung der Einstellungen geführt, sondern auch zu ganz konkreten Maßnahmen. In der Bevölkerung ist ein sichtbarer Meinungswandel im Gang. Man verlangt eigentlich eine intakte Natur. Und diese Feststellung wird natürlich auch in der Elektrizitätswirtschaft zur Kenntnis genommen. Das heisst, auch die Leute, die bei den Wasserkraftwerken arbeiten, möchten so viel wie möglich ökologische Verbesserungen machen. Ein konkretes Beispiel von einer Verbesserung bei der Wasserkraftnutzung ist die Fischtreppe, die man hier in Reichenau gebaut hat. Die ermöglicht den Fisch wieder, dass sie vom Bodensee, wo sie daheim sind, wieder in ihre ursprünglichen Laichgründe aufsteigen können. Doch in einer Bergregion mit vielen Niederschlägen und dem nötigen Gefälle, um Strom zu erzeugen, gelten natürlich auch die Argumente der Kraftwerksbetreiber. Das ist eine ganz banale Feststellung, dass mit Energie läuft alles und ohne Energie läuft nichts. Und das gilt ganz speziell für den Strom. Das weiß jeder, dass in einer industrialisierten Gesellschaft alles am Strom hängt. Und das macht uns sehr zuversichtlich, dass unsere einheimische erneuerbare Energie auch in Zukunft gebraucht wird, nicht nur bei uns, sondern auch bei anderen Konsumenten im Unterland. Fußach 1987. Nach einem Wasserstand, so hoch wie seit über 30 Jahren nicht mehr, bricht der Damm an einer Stelle, die sich noch im Bau befindet. Heute warnen die Klimaexperten. Die Wetterverhältnisse werden extremer und Ereignisse wie dieses dadurch immer wahrscheinlicher. Das Alpenrheintal ist gegen Hochwässer geschützt, bei denen die gigantische Menge von 3100 Kubikmeter Wasser pro Sekunde rheinabwärts fließt. Statistisch gesehen findet so ein Ereignis nur alle 100 Jahre einmal statt.
An der Stelle, an der damals der Damm gebrochen ist, treffen wir Leo Kalt, den Schweizer Rheinbauleiter. Die Dämme, die wir hier haben, die sind seit dem 87er Hochwasser systematisch untersucht worden und wo notwendig verbessert, sodass wir heute sicher das 100-jährliche Hochwasser ohne Dammbruch abführen können. Auch jetzt wird an den alten Dammbauten permanent gearbeitet, um ihre Stabilität zu verbessern und damit den Schutz der Bevölkerung zu garantieren. Doch es hat sich etwas verändert. Heute wissen die Bauingenieure, wie wichtig es ist, ökologische Belange bei der Planung von Hochwasserschutzmaßnahmen mit zu berücksichtigen. Als man begonnen hat, hier den Rhein zu bändigen, ging es darum, Land zu gewinnen, sich vor dem Hochwasser zu schützen. Natur hatte man damals genug. Im Vergleich zu heute ist es natürlich etwas anderes. Heute sind wir auf einem höheren Niveau des Schutzes und können uns daher Gedanken machen, wie viel können wir der Natur wieder zurückgeben. Genau hier, im Mündungsbereich des Rheins, ist eine solche Rückgabe bereits erfolgt. Diese künstlich angelegten Schilfgürtel erfüllen heute wichtige Funktionen im Gebiet der neuen Rheinmündung. Nachdem wir hier im Naturschutzgebiet sind, war es notwendig, strukturelle Verbesserungen zu schaffen. Das heißt, wir wollen mit diesen Schilfflächen, mit diesen Flachwasserzonen und mit Kies- und Geröllufern unterschiedlicher Prägung die Lebensbedingungen für die Tier- und Pflanzenwelt verbessern. Vor allem Arten, die sehr selten sind, die vor dem Aussterben betroffen sind, wie zum Beispiel der kleine Rohrkolben, also eine Schilfart, oder die Flussseeschwalben, bekommen hier eine neue Chance, sich weiterzuentwickeln. Auch in Felsberg, nahe bei Chur, hat man diesen Weg bereits beschritten und ist von einem ganzheitlichen Lösungsansatz ausgegangen. Ziel war es, durch die Aufweitung des Flusslaufes eine weitere Eintiefung der Sohle zu verhindern und damit Aspekte des Hochwasserschutzes und der Ökologie zu vereinen. Ein Modellversuch im Maßstab 1:1, der sich gelohnt hat. Der Grund für diese Aufweitung war ja, dass wir die Sohlenerosion stoppen wollten. Und die Jahre, die 5-6 Jahre, seit wir das jetzt gebaut haben, zeigen, dass dieses Ziel eigentlich erreicht wurde. Durch Aufnahmen der Sohle können wir nachweisen, dass sich die Sohle nicht mehr eintieft, sondern dass sie sich hier leicht um einige Zentimeter sogar angehoben hat. Der andere, der Nebeneffekt, der auch ein Ziel dieses Versuches war, die Ökologie, die ist sicher erreicht, indem wir hier ja in diesem kanalartigen Flussabschnitt, wo das Wasser mit großer Geschwindigkeit fließt, Bereiche geschaffen haben, wo das Wasser sehr ruhig ist und wo sich eben vor allem Jungfischarten aufhalten können. Und an den Steilufern und in der Vegetation der Kiesinseln hat sich ebenfalls Leben angesiedelt. Denn auch hier sind gewissermaßen als Nebeneffekt der Aufweitung ideale Refugien entstanden. Die Rückseite des Rheindamms. Eine Stelle, die an vielen Orten entlang des Alpenrheins so oder so ähnlich aussieht. Doch hier in Rugell, ein Stück oberhalb der Mündung des Lichtensteiner Binnenkanals, erleben wir eine Überraschung. Wir tauchen ein in eine Flusswelt wie im Märchen. Hier sieht es so aus, als hätte der Mensch nie in die Natur des Flusses eingegriffen. Doch so ist es nicht. Hier wurde vielmehr demonstriert, welcher Prozess in Gang kommt, wenn man einen Kanal bewusst von seinen Fesseln befreit und ihm das nötige Maß an Freiheit zurückgibt. Mit großem Einfühlungsvermögen ist eine Strecke des Lichtensteiner Binnenkanals revitalisiert worden
die vorher so aussah. Also ganz wesentlich hat man hier dem Binnenkanal mehr Raum, mehr Platz zur Verfügung gestellt. Und als weiteres wesentliches Element hat man den Wasserabsturz, der an der Mündung 5,5 Meter betragen hat, aufgelöst, gefällsmäßig auf eine Strecke von rund 400 Metern. Es ist generell so, wenn man den Fließgewässern mehr Platz zur Verfügung stellt, dann mildert das natürlich oder wirkt das dämpfend auf Hochwasserereignisse. Also das wirkt grundsätzlich positiv. Das wirkt aber auch sehr positiv auf die Natur. Das heißt, Ökologie und Hochwasserschutz treffen sich hier und gehen in die gleiche Richtung. In Rogell zeigt sich, wie aus einer groben baulichen Vorgabe innerhalb kurzer Zeit ein dynamisches Gewässer entstehen kann. Und zwar zu einem großen Teil vom Fluss selbst gestaltet. Auch bei widrigen Witterungsverhältnissen ist die Vielfalt und Schönheit der neuen Binnenkanalmündung zu erkennen. Hier ist heute alles zu finden, was einen lebendigen Fluss auszeichnet. Natürlich erodierende Uferbereiche, Kiesbänke und Inseln. Unterschiedliche Strömungsverhältnisse und Wassertiefen. Sogenanntes Totholz lagert sich ab und bietet vor allem verschiedenen Fischarten wertvollen Lebensraum. Und dass diese Lebensräume auch angenommen und besiedelt werden, zeigen entsprechende Untersuchungen, aber vor allem Erfahrungen, die man vor Ort machen kann. Hier ist der Beweis erbracht. Wenn man die Vitalität der Natur von Beginn an in die Überlegungen mit einbezieht, kann man Orte schaffen, die dem nahe kommen, was es früher an unberührter Natur gab. Die Mastrilser Au. Eine der letzten Stellen am Alpenrhein, die noch in ihrem ursprünglichen Zustand erhalten ist. Die Flusslandschaft zeigt hier ihr ideales Gesicht. Ein einzigartiger Blick zurück in die Vergangenheit des Rheintals ist möglich. Doch es könnte auch ein Blick in seine Zukunft sein. Nach einem starken Gewitterregen in der Nacht fließt das Wasser, das sich in den Feuchtwiesen und Biotopen der Au angesammelt hat, langsam über die flache Uferlandschaft ab. Ein wesentliches Merkmal dieser Landschaft ist es, dass die Ufer des Auwalds noch eine harmonische Einheit mit dem frei fließenden, dynamischen Gewässer bilden. Der Nebenfluss hat Holz angeschwemmt. Perfekter Spielplatz für experimentierfreudige Kinder. Dieser außergewöhnliche Ort ist zwar ein Naturschutzgebiet, er ist aber dennoch offen für alle Besucher. Vor allem Schüler bekommen hier bei eigens veranstalteten Exkursionen Anschauungsunterricht in Sachen Natur. Diese Schulklasse aus Chur beispielsweise ist aus einem ganz besonderen Grund hier. Wir sind da, weil wir Projektwoche haben. Und das Thema unserer Projektwoche ist wie das Thema für UNO, Wasser. Und zum Thema Wasser gab es ein anschauliches Experiment. Aufgabe war es, einen natürlich verzweigten Flusslauf zu bauen und sein Verhalten im Fall eines plötzlich auftretenden Hochwassers zu beobachten. Mit ein paar Kübel Wasser werden Schneeschmelze und starke Regenfälle simuliert. Die Wucht des Wassers wird durch die Verzweigung des Flussbetts gemildert. Aber diese Erkenntnisse sind nicht alles, was die Schüler von hier mitnehmen. Ich finde das sehr wichtig, weil das ist ja da sehr schön.
Es kommen auch viele Leute hier baden und so. Ja, ich bin auch schon da gewesen, baden. Es gefällt mir einfach da. Es hat überall Sand und schöne Bäume, einfach nur Natur ein bisschen. Hier ist der Alpenrhein noch Lebensraum für den Menschen und gleichzeitig ursprüngliches Gewässer. Ein freier, natürlich fließender Strom. Der Alpenrhein ist nach wie vor ein Wildbach. Doch seine Wildheit und das sichere Leben an seinen Ufern müssen keine Widersprüche mehr sein. Revitalisierungsmaßnahmen sind notwendig, auch wenn sie nicht kurzfristig und an jedem Ort des Alpenrheins realisierbar sein werden. Doch wo immer man heute dem Fluss seine Freiheit zurückgibt, es wird Lebensraum erhalten oder neu geschaffen. Die Bedeutung lebendiger Flüsse und Nebenflüsse ist längst erkannt. Es geht um Artenvielfalt, Lebensraum für den Menschen und Hochwasserschutz. Die Vision dieses Generationenprojekts ist klar. In einer der am dichtesten besiedelten Regionen Europas soll wieder ein dynamisches Flusssystem und ein reichhaltiger Lebensraum entstehen. Thank you.